3M erhöht die Dividende von Jahr zu Jahr seit 65 Jahren. Doch drohende Strafzahlungen in Milliardenhöhe machen uns Aktionären zu schaffen. Ist die Dividende sicher? Wird sie gekürzt? Wird sie vielleicht sogar ganz gestrichen? Oder sind die 6,1% Dividendenrendite momentan ein einmaliges Sonderangebot? Meine Meinung dazu findet ihr in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Ich bin der Betreiber und Gründer des Aktienfinders. Hier geht es um langfristiges Investieren in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und ob das bei 3M noch gegeben ist, das schauen wir uns in diesem Video an. An dieser Stelle noch ganz wichtig: keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Das alles ist nur meine persönliche Meinung und selbstverständlich kann ich mich auch irren. Dann gucken wir uns mal 3M an. Damit die Aktie schon ausgewählt. Und an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an unseren Analysten, der Aktionär, so sein Künstlername, der die Aktienanalyse zu 3M geschrieben hat. Und an David Sauceda, unseren Chefredakteur, der das Ganze lektoriert hat, auch noch Ideengeber teilweise gewesen ist für die Analyse. Und ich baue auf dieser Analyse hier auf. Wenn wir uns mal 3M allgemein anschauen, gehen wir hier auf den bereinigten Gewinn zum Beispiel, dann sehen wir, dass da momentan die Luft ein bisschen draußen ist. Bei 3M oder 3M schafft es nicht, den Gewinn noch nachhaltig zu steigern. Es ist eher hier eine, ja, Hängepartie bzw. eine Stagnation. 3M hat mit der Konjunktur zu kämpfen, mit Lieferengpässen zwischenzeitlich, mit Inflation etc. Nicht nur 3M, aber 3M kommt damit momentan nicht so gut zurecht. Nichtsdestotrotz wird die Dividende immerhin weiter erhöht. Den schwachen Geschäftsverlauf, auch wenn nur um den symbolischen Cent, den schwachen Geschäftsverlauf, den sehen wir auch hier in der Analyse, wie das operative Geschäft läuft. Wir sehen hier die Net Sales und da sehen wir, dass wir überall schrumpfende Umsätze haben, über alle Bereiche hinweg, auch Healthcare, was ja dann ein Spin-off gemacht wurde, ein Spin-off gemacht werden wird. Im nächsten Jahr haben wir auch hier zur Analyse was geschrieben, soll aber hier nicht das Thema sein. Das Thema jetzt sind die Rechtsstreitigkeiten. Wir haben hier zwei Stück. Da einmal geht es um die Forever Chemicals, die insbesondere Trinkwasser verunreinigen. Und zum Zweiten geht es um die defekten Ohrenstöpsel, wo eine Sammelklage anhängig ist von rund oder über 200.000 US-Soldaten hier. Und wir haben für beides Schätzungen, wie stark das 3M belasten wird. Wir haben hier bei der Sammelklage zu den Ohrenstöpsel sogar einen Auszahlungsplan hier. Und im ersten Rechtsstreit hier gibt es auch eine Summe, die im Raum steht und über wie viele Jahre die gestreckt werden soll. Mit diesen Sachen können wir arbeiten und herausfinden, ob die Belastungen, falls sie denn so kommen, zu einer Dividendenkürzung führen werden oder ob 3M das stemmen kann. Wir können nämlich davon ausgehen, dass das Management versuchen wird, die Dividende weiterhin auch nur um den symbolischen Cent pro Jahr zu erhöhen, um den Status des Dividendenaristokraten nicht zu verlieren. Da haben wir hier, wie hoch und sicher ist die Dividende, eine wunderschöne Tabelle. Die erkläre ich ganz kurz. Wir haben nämlich hier in den ersten drei Zahlen die Belastungen in Millionen US-Dollar durch die Rechtsstreitigkeiten. Einmal hier die Ohrenstöpsel, wo es einen Auszahlungsplan gibt, wo also genau festgelegt wird, wie viele Hunderte von Millionen oder hier sogar über, hier zum Beispiel 1,1 Milliarden im Jahr 2025 fällig werden sollen. Insgesamt sind es 5 Milliarden an Cash, eine Milliarde nochmal in Form von Aktien, aber die spielen hier an dieser Stelle keine Rolle, weil die sind nicht zahlungswirksam. Und dann haben wir hier die Forever Chemicals und dann haben wir hier ein Vergleichsangebot über 10,3 Milliarden im Raum bis 2000, von 2024 bis 2035 und es verteilt sich dann rein rechnerisch, wenn man das gleichmäßig verteilen würde auf jedes Jahr auf knapp 800 Millionen US-Dollar. Und dann haben wir hier die Summe, wenn man einfach die beiden Kosten quasi zusammenaddieren. Das sind die Zusatzbelastungen, die 3M stemmen muss. Dann müssen wir da mal gucken, was für einen freien Cashflow wird 3M erzielen. Also wie hoch ist quasi die Ertragskraft des Unternehmens. Und da gehen wir von 8 US-Dollar aus, die auch nicht steigen werden in den folgenden Jahren. Wir gehen also von Stagnation aus, sind ein bisschen vorsichtig bei der Berechnung hier. Vorher war es durchaus auch mal höher. Wie kommen wir auf 8 US-Dollar, wenn wir hier den freien Cashflow uns einblenden lassen pro Aktie? Dann haben wir hier 8 US-Dollar von den Jahren 2014 bis 2018. Da lag es um die 8 US-Dollar, mal höher, mal niedriger.
Die Corona-Sonderkonjunktur hier lassen wir weg, ist nicht repräsentativ. Auf die letzten 4 Quartale gesehen haben wir wieder 8 US-Dollar fast genau. Nicht irritieren lassen hier von diesen Schätzungen. Da gehen Analysten wohl davon aus, haben nur 2 Analysten geschätzt, dass hier gleich massive Mittelabflüsse sein werden wegen den Schadenersatzforderungen. Wir schließen uns dem nicht an, nicht nachdem wir das hier uns erarbeitet haben. Wir glauben, dass es nur 660 Millionen sind, mit denen der freie Cashflow belastet werden wird. Haben wir also einen freien Cashflow von 8 US-Dollar, haben dann die Strafzahlungen hier auf Aktie runtergebrochen. Wir haben 550 Millionen Aktien hier momentan im Umlauf, sieht man hier. 554 Millionen. Und dann haben wir hier noch die Dividende, die um den symbolischen Cent pro Jahr erhöht wird. Und ganz am Ende haben wir dann eine Über- oder Unterdeckung. Wenn es grün ist, ist die Dividende finanziert. Aus dem freien Cashflow und wenn es rot ist, nicht. Und wir sehen hier, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre haben, wo die Dividende dann unterfinanziert ist. Ist es schlimm? Heißt das, dass die Dividende gestrichen wird? Nein, nicht zwangsläufig. Ich habe schon erwähnt, dass ich davon ausgehe, dass das Management die Dividende halten möchte, wenn es irgendwie geht, wenn sie es finanzieren können. Gucken wir also dann in die Bilanz gleich rein, nachdem wir den gesamten Betrag ausgerechnet haben von diesen 6 Jahren der Unterdeckung, kann man ganz einfach machen, weil das ist ja wieder pro Aktie die Unterdeckung. Also multiplizieren wir das mit den ausstehenden Aktien, kommen wir auf den absoluten Betrag, summieren diesen über die Sek von den 6 Jahren, kommen auf knapp 3 Milliarden US-Dollar. Unterdeckung, die sich über 6 Jahre erstreckt, kann 3M diese 3 Milliarden US-Dollar Unterdeckung bezahlen bzw. stemmen, gehen wir hier in die Bilanz rein. Gucken uns hier die liquiden Mittel an, sehen, es sind 4,3 Milliarden und ja, das geht also. Also jetzt bereits ist genügend Geld da, um diese knapp 3 Milliarden zu finanzieren über 6 Jahre. Das heißt, mein Zwischenfazit, basierend auf den Informationen, die ich gerade mitgeteilt habe, würde lauten, die Dividende wird weiterhin gezahlt und um den symbolischen Cent erhöht und nicht gekürzt, geschweige denn gestrichen. Das wäre das Zwischenfazit. Dann gucken wir uns noch an, wie die Aktie momentan bewertet ist, ob sie kaufenswert scheint. Gehen wir hier rein in die dynamische Aktienbewertung. Und jetzt wird es den einen oder anderen überraschen, weil jetzt nehmen wir die Dividendenrendite als Maß der Dinge. Die Dividendenrendite seht ihr auch hier im Verlauf und ihr seht, dass die aktuell extrem hoch ist mit 6,1%, deutlich höher sogar als während der Finanzkrise mit 4,4%. Und jemand, der die 3M-Aktie vielleicht kaufen möchte oder kaufen wird, kauft sie dann in erster Linie wegen der hohen Dividendenrendite und nicht wegen des Gewinnwachstums. Deshalb nehmen wir hier auch erstmal den fairen Wert der Dividende und blenden den ein. Der ergibt einen fairen Wert in Höhe von 195 US-Dollar, was ja deutlich über den knapp 98 US-Dollar liegt. Aber der basiert auf einer Annahme, dass der faire Wert Dividende bei einer Dividendenrendite von 3,1% liegt. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Markt, wenn die Dividende, wenn diese Auszahlungspläne und die Schadenersatzforderungen so hoch sind, wie wir das hier angenommen haben, dann tatsächlich den Aktienkurs wieder etwas steigen lassen wird und dass dann die Dividendenrendite auch ungefähr den Aktienkurs bestimmen wird, zu dem die Aktie nach wie vor attraktiv erscheint. Für mich persönlich wäre sie dann interessant, sagen wir mal, bei 5%. Das heißt, dann sinkt entsprechend der faire Wert, würde nur bei 120 US-Dollar liegen, beziehungsweise bei 130 US-Dollar zum Ende 2025. Für 2026 gibt es keine Schätzung der Dividende. Und das würde hier ein Renditepotenzial aufs Jahr von 19% bedeuten, beziehungsweise knapp 50% insgesamt über die, ja, 2 Jahre, sage ich mal. Etwas mehr als 2 Jahre. Wer der KGV bereinigt, im Durchschnitt liegt bei 18,4. Den blende ich jetzt auch nochmal ein, um das Ganze zu plausibilisieren. Das wäre hier. Und dann korrigiere ich die nach unten auf 13 hier. Und dann landet der ungefähr da, wo auch der faire Wert Dividende ist. Und so ein 13er KGV würde ich auch sagen, damit könnte man leben. Man sieht, dass 3M in der Vergangenheit deutlich höher bewertet war. Und dann hätten wir ein Renditepotenzial, wenn man das nimmt, sogar bis 2026. Hier gibt es eine Schätzung von 16%. Das heißt, in Summe, die 3M-Aktie wäre dann durchaus, wenn man diese Annahmen für bare Münze nimmt
und sich bewahrheiten sollte, dann wäre die Aktie tatsächlich, oder dann ist die Aktie tatsächlich attraktiv bewertet. Dadurch, dass ich dann auch davon ausgehe, dass sich die 3M-Aktie wieder erholen wird und dann deutlich über 100 US-Dollar wieder kosten wird, also um die 130 Ende 2025 oder knapp 130 Ende 2024, hätte man dann auch als Aktionär hier bei einem Kauf einen einmaligen Renditeboost durch Kursaufholungspotenzial sozusagen. So, das wäre meine Meinung zu 3M. Würde mich natürlich interessieren, wie du 3M siehst. Glaubst du, dass die Dividende sicher ist, also dass sie nicht gekürzt werden wird? Hältst du 3M für eine attraktive Aktie? Schreib es gerne in die Kommentare rein. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!